Gönn dir was oder nicht? Das ist die Frage. Ich bin gespannt drauf. Komm, gönn mir was Gutes, bitte. Ja, come on, Grimaldo. Grimaldo ist da. Ey, ich sag, die Packs sind gar nicht so bad. Was ist das denn aus dem 77er 5er? Nein, Rafael Leão. Ist das krass. Ist das geil. Den wollte ich unbedingt haben. Den wollte ich unbedingt haben. Roberto Carlos. Ich wollte seine SBC machen. Jetzt habe ich den einfach. Alles klar, zweimal Brasilien. Ey, das ist der beste Abschluss überhaupt. Also wir haben am Ende nur 9 Siege geholt. Mit der Portugal Challenge bin ich reingestartet. Die ersten 8-9 Games. Ich glaube sogar die ersten 10 Games mit Portugal Team. Und davon habe ich, glaube ich, so 6 Games maximal gewonnen. Oder wenn nicht sogar nur 5. Ja, hätte ich nicht mit dem Portugal Team angefangen zu zocken, hätte mit dem Main Team gezockt, dann hätte ich ganz, ganz klar mehr geschafft. Aber nichtsdestotrotz, wir öffnen die 11 Siege, Rewards und wir ziehen. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir ziehen einfach ein Pirlo. Alles klar, alles klar. Wie viel ist Pirlo wert? Wie viel ist dieser Pirlo wert? Das kann mir noch keiner erzählen. Wir ziehen einfach ein Pirlo. Okay, der kostet nur 400k in Anführungszeichen, nur. Aber er soll gut sein. Ich habe so Gutes über diese Karte gehört. Nehme ich gerne, gerne mit. Wir können den Counter schon mal auf die 2 machen. Erstmal nehme ich noch das Ultimate Tots mit. Maybe ist es auch so gut, Valverde? Ja, Valverde ist geil. Ich weiß gar nicht, wie viel der so auf dem Markt wert wäre. Aber es ist eine Karte, die, ja, die ich durchaus gerne mitnehmen will, auf jeden Fall. Die 81er 2er sind gar nicht mal so bad, weil aus diesen 81er 2er hatte ich McManaman. Jetzt haben wir wenigstens eine Walkout-Karte, das ist gut schon mal. Können wir gut gebrauchen, das macht echt einen Unterschied auf jeden Fall. Das 84er 4er ist leider gar nicht. Aber es ist ein Walkout, das ist halt fast immer garantiert. Hab Walker 96er, gerade eben oder hast du ihn vorher gezogen? Also auf jeden Fall GG, geht raus, nice, gönn ich dir. Spiel den aber IV, okay, geil. Also hast du ihn schon gespielt, okay. Ja, geil, 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 geil. Kann man so abgeben. Ich geb's genauso ab. Ich geb's genauso ab. Damit haben wir den Dings fertig. Den Montiel. Geil, geil, geil. Ist auf jeden Fall eine krasse Karte. Als RV. Den kann man auch als RAV spielen. Der bekommt noch Upgrades. Argentinien wird sehr, sehr weit kommen in der Copa America. 95er Rated Karte. Kann sogar mit Cafu mithalten. So rein von den Stats. Vom Spielerischen, keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar Cafu besser, weil er wird nicht umsonst teurer sein. Aber okay, nehmen wir mit. Ja, geile Stats hat der. Verteidigen hat der, gehört sich genauso. Leider nur 3 Trades, aber hat nichts zu bedeuten. Ey, ich habe auch was gezogen immerhin. Mit Dings, mit Pirlo. Kann halt schon was ziehen. Also sie haben anscheinend doch wirklich an der Packrate nicht so viel gemacht. Also sie haben es jetzt nicht verschlechtert. Aber das hier haben wir. 83er Plus Pick. Ja, komm, öffnen wir jetzt. Let's go, gönn mir was. Maybe eine Icon? Das wäre doch gut. Das wäre doch sehr, sehr nice. Ey, die sind echt gut. Francescoli einfach gezogen. Ich weiß, diese Karten sind nicht viel wert. Aber man zieht mittlerweile aus solchen 83er oder 84er Picks immer garantiert solche Karten. Nehme ich gerne, 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 gerne mit. Dann sind wir beim Counter 1 eigentlich, weil das ist ja eine Hero-Karte. Was ist es denn? Legenden des Spiels Hero. Nehme ich gerne mit, komm. Let's go. Bin gespannt drauf, wie viel der überhaupt wert ist. Das ist wahrscheinlich nur 40k, oder? Oder 20k. Ja, einfach mitnehmen. Wäre es nicht eigentlich logisch gewesen? Die haben ja jetzt auch letztens eine Brasilien-Karte, die man sich dann erschwitzt hat, dadurch, dass man Portugal-Team gespielt hat. Nicht einfach so zu machen, dass man genau aus dem gleichen Land, wo man das Team baut, dann quasi. Das ist ja eigentlich voll dumm gemacht. Also wir wissen dann, dass nächste Woche Deutschland dran ist. Es ist so. Weil die es ja immer so machen. Also davor ist eine portugiesische Karte. Ne, warte. Davor muss man Portugal spielen. Und hat aber mit... Oder warte. Nein, man hat mit einem Portugal-Team gespielt. Genau. Um einen Brasilianer wie Gabriel bei der WL zu erschwitzen. Genau. Und jetzt hat man ein Brasilien-Team, um einen deutschen Spieler zu erschwitzen. Und jetzt muss man die nächste Weekend League dann wahrscheinlich ein deutsches Team spielen, um irgendeine andere Nation. Ja, endlich! Endlich! Da ist die nächste Karte. Wer ist es? Osimhen dahinter. Osimhen Gold. Und dahinter ist... Wer ist es denn? Es ist Hero-Karte. Gell? Nicht nochmal Francescoli. Bitte nicht. Wer ist es? Campos. Naja, okay. Der kostet auch gar nichts.
Aber nehme ich gerne mit. Counter auf die 3 da schon mal. Wie viel ist der denn wert, der Campus? 30k. Okay, 20k. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Nehme ich mit. Der ist aber leider zu klein. Und das Erste, was die Gegner immer machen werden, ist Finesse-Schüsse aus der Distanz. Und dann wird er halt auch gar nichts halten. Selbst wenn er das alles kann. Ist gut. Ja, der wird die ein oder andere Bälle parieren. Da kannst du ja gefühlt auch immer über ihn lüpfen. Ach, keine Ahnung. Wir machen weiter. 85er Dreier. Sind die auch so gut? Sind die auch so gut? Die sind auch so gut. Let's go. Da nehme ich gerne das nochmal mit. Das ist eine Bestätigung dafür, dass diese Packs gut sind. Hinter Oberdorf, wer ist das? Bitte nicht eine Karte, die ich schon habe, Francescoli. Ich habe den schon. Den können wir gerne abgeben. Leider eine Karte, die wir schon haben. Aber Counter auf die 4. 6-4 einfach jetzt so geholt. Und wir haben den Bonucci fertig. Perfekt. Mitten in Italiener, den wir abgeben. Barella. Ja, geil. Oh, sehr, sehr schnell kommt er da gleich ausgelaufen. Den Ball. Ja, der ist auf einmal ist er ein guter Dribbler, Kappa. Ja, nehmen wir mit, komm. 96 Füße, 96 Defense. Und was hat er noch? Der hat hier alle Player-Stile hier. Der hat hier alle Trades. Ich war noch kurz am Überlegen, ob ich den überhaupt mitnehme. Aber das ist auf jeden Fall eine Bestätigung dafür, den doch mitzunehmen. Auch wenn er ein bisschen unbeweglich ist und Antritt jetzt nicht das Beste ist. Mit 1,90 Meter könnte er gut sein. Dann würde ich sagen, 84er 10er Pack. Top-Länder Pack wieder am Start. Frankreich, Spanien, Deutschland, England oder Brasilien Spieler können wir ziehen. Und ziehen wir da irgendwas draus? Nee, wir ziehen leider keine Eventkarte. Es wird wieder der Parejo. Wir werden hier komplett gebrochen. Ja toll, dass Doppel-Walkout ist. Ach komm. Das ist einer der schlechteren Packs. So viele 84er, mehr als die Hälfte. 87er 2er, komm, gönn was. Die sind gut, die können was. Die können was, habe ich doch gesagt, die können was. Was ist dahinter? Portugal wird es nicht sein. Portugal wird es nicht sein. Dahinter? Jetzt gönn eine gute Karte, bitte. Gönn mir irgendwas krass Spielbares. Das ist wieder eine Hero-Karte. Irgendwie muss immer Rui Costa. Ja, habe ich schon. Ach Mann, als Ausleihkarte. Ist gar nicht so teuer, glaube ich. Counter auf die 5. Okay, Rui Costa ist auch wirklich nur 25k wert, gell? Wenn wir genau gucken. Ah, kein Wunder, dass es den gibt als Leihkarte. Einfach gefühlt hat man ein Geschenk bekommen. Dann würde ich sagen, 87er Dreierpack öffnen wir. Und jetzt gönn uns was. Bitte, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Aber endlich mal eine Icon. Es ist Schuka. Ach, keine Ahnung, wer ist es denn? Modric, was ist dahinter? Dahinter ist... Dahinter könnte alles sein. Es gibt so viele, in Anführungszeichen, Schmutzkarten. Einfach, weil die nicht so viel wert sind. Und wir ziehen Vidic. Ja, keine Ahnung, was gibt es? Zambrotta ist doch geil, oder? Zambrotta ist doch echt gut. Ich weiß gar nicht, wie viel der wert ist. Aber Counter auf die 2 schon mal hier. Bei den Crates of the Game Karten hier. Also so müsste eigentlich das Event heißen. Legenden des Spiels. Icon, okay. Nehme ich gerne mit. Der ist sogar weniger wert. 140k, aber ich zock den gerne. Der hat gute Stats. Ich wollte auch schon mal irgendwie die andere Zambrotta-Version, die deutlich schlechter ist, mal die SBC machen. Aber gut, dass ich den nicht gemacht habe. Jetzt habe ich eine viel bessere Version. Maybe zockt er sich gut. Als LV kannst du ihn noch zocken. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall nehme ich ihn mit. Dann würde ich sagen, 83er, 20er, komm. Gönn mir bitte was. Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, Walkout. Ey, das ist ein... Ist das ein 20er-Pack? Boah, wenn das jetzt... Das ist doch das 20er-Pack, oder? Kann es so schlecht sein? Einfach, weil er keine Eventkarte ist. Aber auch viel zu wenig. Viel zu wenig. Wieder full mit 83er-Karten. Einfach die Hälfte full mit 83er-Karten. Die sind echt nicht gut. Das hat einmal nichts gegönnt. Das gönnt wieder gar nichts. Das ist wieder ein Parejo. Nee. Diesmal nicht. Aber... Patri. Es ist auch nie Putellas, gell, komischerweise. Und dahinter ist, aber Putellas selbst wäre auch nicht so viel wert. Also nicht mehr so viel wert, Endler. Ich wollte schon sagen, lass mich raten, einfach wieder so viele 83er. Ist halt wirklich so, wieder 10 83er Karten. Immerhin ein bisschen mehr Walkout Karten, aber es ist echt, echt trotze 83er, 20er. Ich sag, 84er, 20er wird wahrscheinlich ein großer Unterschied sein. Klingt vielleicht dumm. Aber ich glaube, die werden dann eher gönnen. Ich würde sagen, das letzte Pack für heute ist 84er, 20er. Gönn mir was, bitte noch zum Abschluss. Leider wird es nichts. Es wird wieder Brasilien. Es wird, Mann, eine 89er Karte. Aber es reicht halt einfach nicht fürs Futter, oder doch? Doch, maybe reicht es noch gerade so mit Hegerberg. Es wird noch gerade so reichen.
für die SBC, die wir jetzt abgeben. Ja, ein paar Walkouts und viele 84er voll gespammt. Wieder 10 Karten, schaut euch das an, sogar 12, 13, 13 84er. Alles klar, ist voll gespammt. Kelly und Benacer. Ah, passt nicht. Ich gebe es genauso ab, perfekt. Wir haben den Lizaru fertig. Das ging schneller als gedacht. Wir haben den einfach am einen Tag fertig. Die paar SBCs hier. Nehme ich gerne mit, einfach mal ausprobieren. Werden die Server das zulassen, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf den. Und er sieht gut aus. 95 Pace, 91 Physis, 92 Defense. Ja, hat wahrscheinlich auch gute Trades. Wir schauen mal gleich. Defense Trades hat er easy, aber sowas von, oder? Ja, fast alle. Fast alle bis auf Abdrängen und Kante. Geht völlig klar, nehme ich gerne mit hier. Noch wichtige Attribute. Schneller Schritt, unerbitterlich. Okay. Bessere Ausdauer. Akrobatisch, perfekt, nehme ich gerne mit. Das Pack habe ich noch aufgespart, komm. Da muss was kommen. Schreibe Geschichte Woche aus den, ja, Team 2. Jetzt bitte, gib mir eine krasse Karte. Gib mir die eine Karte, die ich unbedingt haben möchte. Ist es Seedorf? Aber mit Seedorf kann ich auch, komme ich auch klar. Ah nee, warte, hä, was ist, ach so, das ist ja gar nicht. Ach komm, das ist ja Makio. Ach komm, das ist aus den anderen Event. Ich weiß gar nicht, rein, das ist doch gar nichts wert, oder? Rein, das ist doch gar nichts wert, oder? Sowas von nichts. Der ist safe nichts wert. 30k. Ah, 28k. Leider ein Lose, nehme ich aber trotzdem mit. Das soweit das Team. Wir haben so in letzter Zeit immer viel mit Roberto Carlos gespielt. In letzter Zeit hier um die, ja, 600 Games ungefähr. 558, wenn man ganz genau ist. Ich werde da jetzt nur, ja, diese SBC-Karte, die haben fertig abgeschlossen. Ich werde den mal ausprobieren hier statt Roberto Carlos. Bin gespannt drauf. Das Team an sich zockt sich gut. Das ist eigentlich nur so ein Übergangsteam. Das ist nicht das 100%ige Main-Team. Das gibt's eigentlich gar nicht bei mir. Aber ja, ich schaue dann eh sowieso. Aber ich finde trotzdem Araujos Endgame-Level-Karte und der hier, Carlos Alberto, immer noch geistgestört gut. Genauso wie Barcola. Die anderen Karten sind so random. Kann man auf jeden Fall immer gucken, was man am Team verbessert. Und ich würde sagen, das war es soweit hier mit dem Stream. Und ja, wir sind fertig hier mit dem Stream. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sehen uns nächste Mal am Samstag zum nächsten Stream. Und dann sage ich bye, bye, bye. Ciao, ciao, ciao.